Hi, ich bin Tobi und mit 8 bin ich vom Baum gefallen. Und seitdem ist mein linkes Bein nicht mehr gewachsen, aber heute bin ich aufgrund dieses Nagels 1,92 Meter groß. War ein normaler Nachmittag eigentlich. Bin ich mit einem Kumpel dann hochgeklettert und war auch alles wunderbar, war cool, war ein schöner Baum. Oben angekommen, ich weiß noch, wie ich meine grüne Brotdose ausgepackt habe, da war Popcorn drin. Und dann kann ich mich nur noch daran erinnern, wie ich dann Millisekunden später unten auf dem Boden lag und alles anders war. Es ist schon unglaublich, also wenn man jetzt selber so hoch guckt und sich dann als 8-Jährigen da oben sieht irgendwo, in den Bäumen, und dann sich vorstellt, dass man von da oben auf die Erde knallt, ist das schon krass, ja. 10 Minuten später, wummert's an der Tür, die Nachbarn, schnell, schnell, kommt, euer Sohn liegt unterm Baum. Und dann bin ich da, blutet am Kopf, hat sie gesagt. Bin ich mehr oder weniger dann auf Socken dahin und hab ihn dann da gefunden. Am schlimmsten war wahrscheinlich der Schädelbruch, ich hatte eine Schädelfraktur, die Augenhöhlen waren gebrochen, Kiefer war gebrochen, Lunge war eingequetscht, paar Rippen durch, unter anderem auch halt der Oberschenkel, der war einmal komplett durch, Fuß ein bisschen und Arm auch. Tobi verbringt viele Wochen im Krankenhaus. Seine schweren Verletzungen übersteht der damals 8-Jährige überraschend gut. Allerdings ist die Wachstumsfuge des linken Oberschenkels so stark verletzt, dass das Bein nicht mehr weiter wächst. Und wir hatten also dann im unteren Oberschenkel sozusagen den Wachstumsstopp, weil durch den Bruch, durch diese Fraktur der Wachstumsfuge, der Knochen einfach das Wachstum beendet hat in dem Bereich. Und da wussten wir, als er 8 war, dass uns wahrscheinlich 15, 17 Zentimeter fehlen werden. 15 Zentimeter sollten es tatsächlich werden. Dank einer aufwendigen Beinverlängerung bringt es der 17-Jährige heute mit 2 gleich langen Beinen auf 1,92 Meter. Der erfolgreiche Schwimmer ist unter anderem zweifacher deutscher Meister bei der DLRG. Auch dafür hat sich die lange Prozedur gelohnt. Wir haben mit der Verlängerung so ab dem 10. Lebensjahr angefangen. Und das waren dann circa 7 Zentimeter, die wir in der ersten Tour gemacht haben. Und das ist dann natürlich auch eine ewige Zeit, die man auf diesen Gehstützen dann verbringen muss, weil man darf das Bein ja vorher nicht belasten oder nur teilbelasten. 2022, 2023, da wurde das dann zum zweiten Mal gemacht und nochmal 8 Zentimeter, also insgesamt 15. Und das hat auch nochmal so ein halbes Jahr in Anspruch genommen. Man merkt noch so ein kleines Muskeldefizit durch dieses halbe Jahr nicht belasten. Das merkt man immer noch beim Schwimmen. Also man schwimmt jetzt nicht nur in eine Richtung, aber das lässt sich schon merken. Beim Laufen oder so jetzt absolut nicht, aber beim Schwimmen ganz, ganz minimal. Eine Beinverlängerung ist ein langer, meist schmerzhafter Prozess. Für viele Unfallopfer wie Tobi ist es aber oft die einzige Möglichkeit, ein Bein, das durch eine Verletzung zunächst verkürzt wurde, wieder auf gleiche Länge zu bringen. Nur wenige Kliniken nehmen diesen Eingriff vor. Ortswechsel. Uniklinikum Münster Unfallchirurgie. Hier wird Benjamin Wilms für eine Beinverlängerungsoperation vorbereitet. Vor 4 Jahren überlebte der junge Familienvater einen schweren Unfall. Er ist mit dem Motorroller auf dem Weg zur Arbeit, als er von einem entgegenkommenden Auto frontal erwischt wird. Dann war ja der Zusammenstoß. Ich merkte, dass ich ja dass ich fliege, aufpralle. Das war wie ein Trance in dieser Szene halt. Und ja, dann lag ich so flach auf dem Bauch. Ich hatte mehrere Brüche, einmal am Schlüsselbein, dann am Unterarm. Ja, an diesem Bruststück hatte ich einen Riss. Das musste dann nicht versorgt werden, aber hatte eben einen Riss. Dann hatte ich beide Oberschenkel gebrochen. Die schlimmste Fraktur war der rechte Oberschenkel. Daher, weil es einmal ein Knochentrümmer war, ein Knochendefekt, aber auch ein starker Weichteildefekt. Der Oberschenkel klaffte auf. Man hat, wie der Operateur mir sagte, bis zu dem Knochen das Ganze sehen können. Ich hatte 2 Fixateure an den Beinen und einem am Arm und lag über 5 Wochen die ganze Zeit im Bett.
Das Bein konnte gerettet werden von den Kollegen der Erstversorgung. Jetzt geht es so ein bisschen ums Feintuning. Es wurden mehrere Implantate, Metallenimplantate, Platten und Schrauben implantiert, um das Ganze zu stabilisieren und diesen komplexen Bruch, der auch zwischenzeitlich eine gewisse Heilungsstörung aufwies, auch eine Infektion aufwies, zur Ausheilung zu bringen. Das ist gelungen. Und jetzt möchten wir diese Diskrepanz, diesen Längenunterschied wieder aufheben, die Beine wieder gleich lang machen, dass auch eventuell spätere Schäden gar nicht erst auftreten durch Beckenschiefstand, durch eine Wirbelsäulenproblematik, dass das schöne Ergebnis auch weiterhin ein schönes ist und nicht anders irgendwo eine andere Baustelle aufgemacht wird. Um wie viel Zentimeter geht es eigentlich? 3,4 Zentimeter, die laut Literatur ab 2 schon behandlungswürdig sind. Das wird der Einstieg für den Nagel sein, der dann so da reinkommt. Wir sehen den Bereich, wo der Bruch und die ganzen Veränderungen stattgefunden haben. Das ist hier eigentlich relativ schön geheilt. Und der Plan wird sein, im Gesunden den Nagel hier einzubringen, bis ungefähr hierhin. Und einen kurzen Nagel einzubringen, hier den Knochen zu durchtrennen und das Ganze auf Länge zu fahren. Bei der sogenannten Callus-Distraktion wird ein elektromagnetischer Nagel in den Hohlraum des Knochens eingesetzt, der anschließend künstlich gebrochen wird. Der Nagel wird dann von außen mit einem Magneten angesteuert und langsam täglich etwa einen halben Millimeter auseinandergeschoben. An der Bruchstelle bildet sich permanent neuer Callus, also Narbengewebe. Es entsteht eine sogenannte Callusbrücke, die beim Auseinanderziehen mitwächst, sodass der Knochen nach und nach verlängert wird. Das war ein offener Bruch, schwer komplizierter offener Bruch. Aber hier sind sicherlich einige Knochenanteile noch auf der Fahrbahn geblieben oder im weiteren Verlauf der zahlreichen Operationen mussten entfernt werden. Und wichtig ist es, die knöcherne Kontinuität wiederherzustellen. Und wenn man da 1-2 Zentimeter das Ganze zusammenfährt, was auch durchaus bei den offenen Brüchen zur Entspannung der Weichteile, der Gefäße, der Nerven und der Haut eine gute Maßnahme ist, dann hat man ein paar Zentimeter weniger, hat aber den vitalen, festen Knochen. Die Extremität ist erhalten. Und dann kann man, so wie in dem Fall heute, das Feinjustieren im weiteren Verlauf machen, wenn der Patient sich von den ganzen belastenden Operationen erholt hat, wenn die Haut sich beruhigt hat und er wieder so ein bisschen im Leben angekommen ist. Der Eingriff dauert etwa 3 Stunden. Die Funktionalität des Nagels wird vor dem Einsetzen nochmals überprüft. Hier ist der Bereich, wo dieser ganze Prozess stattfindet, dass er sich auseinanderschiebt. Ja, halt mal fest. Danke. Das ist hier diese kleine Markierung, die wir gerade gesetzt haben. Die war vorher hier. Und durch dieses Aktivieren haben wir jetzt relativ schnell gesehen, dass diese Technologie funktioniert. Wir haben es auseinandergefahren. Ich fahre es jetzt wieder zurück. Also der Markraum wurde jetzt eröffnet, weiter oder hüftnah. Verschiedene Durchmesser wurden sukzessive aufgebohrt, damit der Nagel sich da schön jetzt in den Markraum einpassen kann. Dann wird der Nagel im Oberschenkelknochen platziert. Der richtige Sitz des Nagels wird während der Operation per Durchleuchtung überprüft. Ja, Schuss. Der Nagel ist jetzt in den dafür vorgesehenen Kanal eingebracht worden. Und jetzt müssen wir den Distraktionsnagel mit dem Knochen verbinden. Und das machen wir durch Bolzen, die wir von außen durch den Knochen, durch die dafür vorgesehenen Löcher des Nagels bohren und einbringen. Und dann, wenn beide Seiten stabilisiert worden sind, dann wäre es so, dass wir den Knochen durchtrennen mit einer kleinen Jiggly-Säge, nennt es sich. Das ist so ein scharfer Draht, der kalt, also ohne Hitzeentwicklung, den Knochen einmal durchtrennt. Und das war's dann. Und dieser Bereich jetzt hier, wo wir diese Aufhellungslinie sehen im Knochen,
Da ist es so, dass da jetzt diese Kallusformation stattfindet, ein dicker Bluterguss bildet sich. Das wandelt sich um in so eine pastöse, kaugummiartige Masse. Und das ziehen wir dann vorsichtig auseinander. Und langfristig wird das aber irgendwann Knochen sein? Das ist genauso, als wenn man sich den Knochen bricht und nichts macht und es verheilt sich. Da sind auch unterschiedliche Arten der Frakturheilung, die dort greifen. In diesem Fall wird über einen Ersatzknochen, sage ich mal, neuer Knochen gebildet, der dann in ein paar Jahren nicht mehr wirklich zu unterscheiden ist von dem angrenzenden. Lukas Richter hat diesen Eingriff bereits hinter sich. Auch sein Bein wurde durch einen Autounfall schwer verletzt. Teile des Knochens waren so stark geschädigt, dass sie entfernt werden mussten und das Bein somit deutlich kürzer wurde als das gesunde. Bei den offenen Brüchen, da ist der Unterschenkel am häufigsten betroffen, weil da am wenigsten Weichteile letzten Endes vorhanden sind. Da ist es so, dass man im Schaftbereich, also in diesem Bereich, diese offenen Bruchfragmente häufig entfernt, aus der Sorge heraus, dass es eine Infektion gibt. Und häufig hat man da nur die Wahl, dass man den Knochen entfernt. Der dadurch entstandene Längenunterschied, hier von rund 8 cm, soll nun wieder ausgeglichen werden. Dafür legt der 25-Jährige täglich zu Hause einen Magneten auf. Dieser steuert den Nagel im Knochen an und zieht ihn auseinander. Jeden Tag 0,75 mm. Längengewinn in Minischritten. Insgesamt 112 Tage. Also jetzt wird das noch bis Anfang August ungefähr dauern, bis das fertig ist. Und dann sagen Sie nochmal, wie viel ist dann geschafft? Dann habe ich im Optimalfall 80 mm, also 8 cm Differenz ausgeglichen. Ein Prozess, der bei jedem unterschiedlich schmerzhaft ist. Etwa 20 Mal im Jahr steht am UKM eine Beinverlängerung auf dem OP-Plan, nach Unfällen oder bei angeborenen Beinlängenunterschieden. Eine Verlängerung aus kosmetischen Gründen sieht man hier kritisch. Das sind ja mehrere Operationen, die damit verbunden sind. Jede Operation hat ein großes Risiko, dass sich eine Entzündung ausbreiten kann, dass die Narkose ein Problem macht. Das sind Dinge, die wir unter kosmetischen Gründen in diesem Setting, im universitären Setting, auch gar nicht leisten können. Wir haben da gar nicht die Kapazität dafür und deshalb würden wir das hier nicht durchführen können. Exakt hier stand der Baum. Ja. Und der ist dann tatsächlich ein paar Nächte danach bei einem Sturm gefallen, als einziger Baum in der Reihe. Das war schon ein bisschen verwunderlich. Kann man sehen, wie man es will, ob das jetzt irgendein Zeichen war oder so. Aber ja, das letzte Mal war ich hier vor 7 Jahren im Rollstuhl. Da hat man tatsächlich noch Spritzenkanülen gefunden und so. Und so ein paar Überbleibsel. Aber seitdem war ich nicht mehr hier. Man merkt dann in der Zeit der Beinverlängerung immer wieder, wofür diese gleiche Länge eigentlich wichtig ist und wie essentiell das eigentlich ist fürs Leben. Also ich war total neidisch dann auf die, die dann einfach laufen konnten ohne Gehstützen. Wirklich, ich war total neidisch und eifersüchtig, dass die dann halt einfach so Mappe nehmen konnten, Treppe runterrennen und dann einfach nach Hause gehen konnten. Ich musste warten aufs Auto und dann Gehstützen rein und so. Das war alles wirklich bucklig. Aber Beine sind eigentlich immer von Bedarf. Und da lernt man das auch zu schätzen. Die Gesundheit und die gleich langen Beine.